Es kann losgehen. Messerrunde. Wie immer. Um die Seiten auszuwählen. Wie gesagt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist das Finale hier. Zwischen Anti-Mike und Execro. Das so, Mirage, Inferno sind die drei Maps. Best of Three, zwei Maps muss man gewinnen. Mal schauen. Ein Spieler ist hier meilenweit entfernt. Von Anti-Mike. Der hat nicht ganz verstanden, worum es hier geht. Aber es sieht doch nicht so schlecht aus. Jetzt schon. Sorry. One on three. Keine Chance für Joe. Er wollte da irgendwie von hinten kommen, aber es hat nicht ganz funktioniert. Somit können hier die Jungs von Execro entscheiden, auf welcher Seite sie starten möchten. Sie entscheiden sich für die CT-Seite. Das ist schön, denn Anti-Mike war sehr stark auf der T-Seite. Ich bin gespannt, ob sie das hier in diesem Match wiederholen können. So, es sieht hier nach einem gleichen Strat, was wir vorhin schon gesehen haben. Erst Richtung B rennen, dann kann das runter, dann wurde in der Mitte dieser B-Split gefaked und dann ging es auf A rauf. Gucken, ob sie es nochmal spielen, in der ähnlichen Form. In der Mitte sehen wir, die CTs spielen da auch zu zweit. Es geht über kurz. Aber diesmal geht man nicht drauf, man wartet ein bisschen. Johnson schon down. Die CTs haben kein Kit. Die T's allerdings noch ein Molotov und eine Flash. Molotov und Spot rein, Flash. Richtung Schräge. Oder Gerdi. Wäre jetzt hier eine Option. Wird nur lang abgedeckt. Base einer. Und jetzt, oh mein Gott. Schöne Shots davon. Paolo und Klarmeister auch nochmal einen Headshot. Biohazard. Mit dem letzten Frag. Und die Runde geht hier eindeutig an die CTs. Eindeutig an Execro. Und die Mike. Ohne Chancen. Einfach auf Distance. Die nicht blinde CTs direkt ins Gesicht bekommen. Wir sehen es. Anti-Mike hat gegen Corpus Delicti gewonnen. Das waren Polen. Execro selber hat da sein Spiel auch 2-0 gewonnen, so wie ich das mitbekommen habe. Das Duell mit der MP. Da hatte Johnson durchaus eine Chance gehabt. Man hat hier natürlich, dadurch, dass man die Bombe nicht gelegt hat, Pistols und Kevlar gekauft. Ist hier ein Force-Bite drin. Dossmeister legt noch lang ab. Paolo mit dem nächsten. Auf kurz jetzt noch Low-AP geht down. Und die CTs rotieren. Lassen A jetzt lang jetzt offen. Und kurz wieder pushen. So, das ist ein 1-2. Macht ein bisschen Hits. Ja, jetzt muss er aufpassen. Haut ab. Kommt dann nochmal weg. Kurz wird abgesmoked. T ist währenddessen lang rausgepusht. Guter Move da. Schuldig weiter in die Mitte ab. Und Joey den Frag machen kann. Nein, leider nicht. Und auch Biohazard erfolgreich auf dem A-Spot. Flying High, Last Man Standing mit der Bombe. 40 Sekunden auf der Uhr. Wird da nicht mehr viel anrichten können. Chimera sehen wir mit 4 HP. Chimera früher übrigens, wenn es der richtige ist, auch ein Source-Spieler gewesen, ein professioneller. Also scheinbar sind die Italiener hier auf einem ganz hohen Niveau unterwegs. Und da war es die Runde. Keine Chance mehr für Flying High. Nächste Sparrunde ist vorprogrammiert. Soll Richtung B gehen. Da decken der Morphe und Chimera. Chimera nur mit der AE in der Hand, der andere meist ein Molotov. Es geht Mitte runter wahrscheinlich. Und Mitte raus. Die HE ist böse. Allerdings nur an zwei Spielern. Aber schnell rotiert da. Von lang die Spieler auch schon wieder in der Base zurückgezogen. Chimera macht noch einen. Und das ist eine ziemlich solide Anti-Eco hier. Keine Chance dafür, die T's irgendwas zu machen.
Chimera hat das sehr gut gehandhabt und die CTs natürlich auch, nachdem sie lange hier Kontrolle hatten, direkt zurückgeschoben, konnten hier aus der Base guten Support geben. Und somit war es wohl nur eine Formsache. Eine Smoke hat da natürlich viel geholfen, aber man wollte hier kein Equipment ausgeben. Chimera mit der AWP, spottet die Mitte, sieht nichts. Jetzt natürlich callen, dass da nichts für kommt. Es geht wieder schnell lang raus, auch das haben wir vorhin gesehen. Gucken, wie das die Jungs hier halten. Clean den First Rake, Molotov liegt natürlich gut. Den haben wir vorher nicht so gesehen. Und jetzt ist der Nao hier am Fighten. Den ersten hat er allerdings mit 2 AP. Darf er nicht mal reingehen, zieht sich zurück, kriegt Support. Hat Glück, dass der CT nicht weiter pusht. Denn auch Paolo. Oder Paolo. Hat nur noch 15 AP. 4 gegen 4. Ausgeglichene Situation. Langkontrolle hat man. Man nimmt jetzt kurz ein. Da haben wir es. Fracking. Ein Spieler mit Low AP. Johnson mit dem Refrag. Auf A. Spot ist jetzt frei. Die Bombe ist allerdings lang und muss noch gedroppt werden, beziehungsweise durchgepusht werden. Da wird sie gedroppt. Johnson smokt noch schön kurz ab. Liegt gut. Ah, die Lane ist ein bisschen zu kurz. Wollte ins Gooseck. Ist nicht erfolgreich. Jetzt kommen die Smokes über kurz. Die Flash über kurz. Okay, wir haben einen schönen AWP-Shot. Flying high im Spot. Kann auch noch einen aus dem Spiel nehmen, aber das war's. Der Raketen-Carlo, der ist da hierher gekommen, um sein Mate zu supporten, obwohl das gar nicht nötig war. Eigentlich hätte er sogar lang bleiben können und versuchen dann hier über lang. Da, wo die Bombe jetzt natürlich auch sehr gut liegt fürs Plateau, vielleicht von da aus zu verteidigen, wobei man natürlich sagen muss, dass Chimera mit der AWP natürlich dann ganz klar den Waffenvorteil hat in der Situation. So, nächste Sparrunde natürlich für die T's. Kaufrunde für die T's, weil man die Bombe gelegt hatte. Nimmt schnell kurz ein. Die Bombe noch vor lang. Seht ihr, spielen Linie auf A. Man spielt auch hier ein relativ schnelles Spiel, aber ist nicht ganz so sicher. Also wenn wir das vergleichen, das Spiel zu dem Match davor, wo Anti-Mike ja im Grunde jede Runde fast gerusht ist und direkt die Frags bekommen hat, das gibt's hier nicht. Also der Long Rush gerade eben. Das Lang einnehmen hat nicht gut funktioniert. Jetzt im Kurzeinnehmen, da hat man auch keinen Frag bekommen, weil Execo einfach komplett anders spielt als die Gegner zuvor. First Frag jetzt hier auf B. Schönes Duell da gewonnen. Paolo hier mit vielen Informationen in der Mitte, hört die Steps. Weiß allerdings natürlich nicht, ob es jetzt Richtung B geht oder Richtung A geht. Jetzt kann er sicher sein, okay, es geht Richtung A, geht Mitte hinterher. A verrät sich hier. Kann trotzdem den Frag machen und auf kurz. Geht's jetzt durch. Der erste Spieler ist auch dort down. Unter Situation 3 gegen 5. Gute Flashes hier. Der flasht sich nochmal selber hoch. Kann auch den nächsten Spieler rausnehmen. Raketen, Carlo auch keine Chancen. Jetzt ist es nur noch Flying High im 1-on-3. Erneut Last Man Standing mit der Bombe. Hier passiert es jetzt einfach mal nicht so, dass die Reflex die ganze Zeit kommen. Execo spielt das ein Stückchen besser als die Gegner zuvor, wie es bis jetzt ausscheint. Ja, macht nochmal gut Damage. 13 AP beim einen, 19 beim anderen. Schade, schade. Hätte er durchaus beide holen können. Und dann wäre es ein 1-on-1 geworden. So, jetzt soll es der Base mit der Smoke werden. Gute Flash, aber wir sehen es. Biohazard mit einer schönen Pose da. Nutzt die Smoke perfekt aus. Chimera mit dem First Rake. Die Steps Richtung Base hat er auch. Und das spielen sie halt wirklich sehr, sehr gut runter, muss man einfach hier sagen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Komplett gedrehtes Spiel im Vergleich zu dem Match davor. Also Anti-Mike muss sich hier was überlegen. Man sieht es auch im Scoreboard. Also da nicht mal ansatzweise irgendwie, ja, hohe Frag-Zahlen. Insgesamt haben die Jungs jetzt hier
7 Kills in 6 Runden. Das ist ein Frag plus 0,2 natürlich dann. Nicht ganz, nicht mal 0,2. Ah, unter 0,2. Pro Runde. Also im Grunde ein Frag pro Runde machen die Jungs hier. Da ist der Frag. So. Und jetzt muss es einfach mal mehr werden. Also gerade eben vorhin hat sie auch den Entry-Kill gehabt. Muss man einfach mal schlau hier irgendwie dafür sorgen, dass die Jungs hier die CTs rotieren. Und dann dafür sorgen, mit der Rotation da irgendwie die Frags zu holen. Den einen haben sie jetzt. Jetzt geht's lang hier raus. Wenigstens den Refrag bekommen. Sehr gut gemacht. Neo überlebt mit 9 AP. Das war knapp. Chimera aber aus der Base erfolgreich. 2 gegen 3. Schöne Flash, es ist blind. Die Bombe wurde durchgelegt. Kurz aufgepasst. Und die Nate ist erfolgreich. Und jetzt mit der Tech 9. Johnson passt auf. 14 AP überlebt die Runde. Erste Runde für Anti-Mike. Und die war wichtig. Und jetzt ist es umso wichtiger, nächste Runde auch noch klar zu machen. Wenn ihr alle kennt es. Loser-Bonus wurde jetzt resettet. Nachdem sie hier die 6 Runden in Folge verloren haben, haben sie jetzt die 3-4 bekommen, dafür, dass sie gewonnen haben. Wenn sie jetzt die Runde verlieren sollten, gibt es wieder nur 1-4 aufs Konto. Und das wäre natürlich Worst-Case-Szenario. Und das ist genau das, was Execro natürlich möchte. Diese Runde ist jetzt super wichtig. Und Johnson deckt die Mitte ab. Doppel-AWP bei den Ts. Da ist gerade Chimera durchgesprungen. Der kriegt den Hit. Sehr, sehr gut. Jetzt hier 2 Spieler schon low. Sowohl der Morphe als auch der Chimera, beide mit Low HP. AWP bei Chimera ist natürlich noch vom Vorteil, dass er mit Low HP noch irgendwas machen kann. Aber Morphe hat natürlich jetzt hier eine äußerst ungünstige Situation. Ich weiß nicht, ob die Jungs das wissen. Den einen Shot haben sie auf jeden Fall gesehen, dass sie den gehittet haben, nämlich den gegen Chimera. Ob sie den zweiten durch diese Doors halt callen und wissen, wage ich zu bezweifeln. Dementsprechend ist es für sie jetzt ein ganz normales 5 on 5. Wenn sie es wissen würden, würden sie wahrscheinlich einfach B contacten. Und einfach hoffen, dass man da irgendwie mit einer Nade zum Beispiel Plateau ausschalten kann. Und so ein Kram halt. Es soll ein D-Split Fake werden. Und A ist das Ziel. Der Fake, naja. Semi gut, man hat keinen gesehen. Man wartet noch ab. Nur noch 45 Sekunden auf der Uhr. Jetzt soll es über kurz gehen. Wir sehen es. Hier der Johnson zusammen mit Neo. Und der macht einen schönen Shot. Flying High ist zwar lang down gegangen, aber es ist egal. Man ist auf dem Spot drauf. Man hat die HP-Überzahl. Man kann jetzt die Bombe legen. Der Molotov liegt ganz okay. Macht gut Damage. Wir sehen das, 28 HP nur noch bei dem Dostmaster. Jetzt muss der Retake hier über kurz kommen. Die Flash macht da nicht wirklich Wind, also wir sehen das, der wird einfach reingerannt. Schöner Triple-Deckung da, oder schöne Triple-Deckung. Chimera Last Man Standing mit 19 HP und der AWP wird da nichts mehr riskieren. Versucht nur noch das Ding in die nächste Runde zu bringen. Und die Ts können jetzt hier durchaus versuchen zu jagen. Geld, naja, wäre schon wichtig. Also wenn er down geht, dann kann auf jeden Fall Execro nicht kaufen. Die AWP sollte man hier schon versuchen zu pushen. Allerdings ist es auch das Risiko, wenn man jetzt hier 2, 3 Spieler vielleicht noch verlieren sollte, dass man selber halt low equipped nächste Runde kauft und da nicht alle Granaten etc. vorhanden hat. Dementsprechend geht man damit ein bisschen Vorsicht vor und schafft es auch nicht. Und Chimera bringt die AWP in die nächste Runde. Hat 8-3, kann also 2 Waffen legen. Biohazard und Klarmeister können selber kaufen. Da ist der erste Drop, da ist der zweite Drop, AWP zurück. Klarmeister kommt selber bitte. Und wir haben eine ganz normale Equip-Down hier bei den CTs. Nate in die Mitte, um durchjumpen zu können. Ja, Johnson hat geschossen, zieht sich auch zurück. Da sieht man nicht viel durch. Lang wird gerade eingenommen. Die CTs wollen das retaken. Nate war allerdings relativ gut. Jetzt kriegt man sich da einzeln an und das ist genau das, was hier die Ts wollen. Aber auch dann macht man auf der Seite den gleichen Fehler. Ohne Support geht der Raketen-Kabel down. Johnson mit dem Refake mit der AWP. Jetzt ist es nur noch Paolo, der lange alleine halten muss, geht auch down. Und jetzt klappt das lang einnehmen ein Ticken besser. Haben natürlich auch ein bisschen Glück, dass die CTs ihnen das da ein bisschen geschenkt haben. Man hätte sich nach dem Frag auch einfach zurückziehen können. Und einfach, ja, damit zufrieden sein, dass man eine Überzahlsituation hat. Wird dafür bestraft. Allerdings ist Neo nur noch mit 19 HP unterwegs. Ts machen jetzt sehr leise und langsam, ziehen sich hier zusammen, wollen Richtung B gehen. Oh, Morphe hat in dem Moment schlechtes Timing. Ich glaube, er hätte sogar Vorteil gehabt in der Situation, wenn er da den Johnson gesehen hätte. Smoke mit rüber, hört die Steps Richtung B. Will anscheinend etwas hinterher schleichen. Drücken wir mal die Mitte aus, Chimera über kurz. B ist frei, währenddessen gehen die Ts hier auf den B rauf und der ist natürlich komplett clean. Die Frage, wie schnell Morphe da hinterher ist und wie schnell die Ts raffen, dass niemand von hinten kommen kann. Johnson in diesem Moment rum. Und er macht den Frag. Der war wieder wichtig. Jetzt kann Chimera eigentlich direkt saven gehen. Macht er auch.
Geht mit rein. Und das Ding ist die dritte Runde für Anti-Mike. Kommen jetzt besser ins Spiel. Zwei Runden Folge, beziehungsweise drei Runden in Folge. Nächste Runde wird man bei Execo sparen müssen. Man hat allerdings eine AWP. Mal gucken, was man mit der AWP so alles macht. Man muss auf jeden Fall jetzt aggressiv mit der AWP irgendwie vorgehen. Versuchen, da auf den Entry-Fact zu gehen. Sonst ist die AWP im Grunde wasted. Smoke in der Mitte. Ist ein bisschen gebankt. Jetzt geht es sehr, sehr schnell Richtung kurz. Wir sehen das, was die CTs hier machen. Die machen anscheinend einen langen Retake. Hier bei Paolo. Ah, anderen Effekt machen. Ah, ist ein bisschen zu schnell geschossen. Kleinen Ticken zu schnell. Damals auf langes Blind. Kann auch noch Hit setzen. Flying High. Überlebt das Ding mit einem AP. Sollte sich jetzt eigentlich direkt nach kurz zurückziehen oder gar keinen Schaden mehr zu nehmen, um nicht sterben zu gehen. Wir sehen das hier im Overview, Dorstmeister noch lang am Abschimmeln, wartet da ab. Die AWP, die Mera am B. Wird da wieder versuchen zu sparen. Macht das gut. Beide CTs down auf lang. Jetzt, wie gesagt, Chimera last man standing, aber da sind die Ts viel zu weit weg. Schaffen sie nicht mehr. Er wird die AWP in die nächste Runde bringen. CTs können sowieso kaufen, aber trotzdem ist natürlich so eine AWP extrem teuer und super wichtig, das Teil in der Situation nicht zu verlieren. ...6:4 nur noch der Vorsprung. Er schrumpft, er schmilzt. Und auch da wieder ein Hit gesetzt. Also Morphy muss da mal aufpassen, wenn er Richtung B geht. Hat schon nur eine Farmers. Equipment natürlich genügend vorhanden. Smoke, Molotov, AE. Und eine Flash. Die AE ist schon weg. Der Molotov auch. Und jetzt geht auch die Smoke. Richtung Cutters geworfen worden. Und jetzt hier, die CTs haben versucht, aggressiv in die Mitte irgendwas zu machen. Dann Frag zu setzen Richtung Cutters unten. Können sie aber nicht, dadurch, dass die Smoke da auf kurz liegt. Ansonsten deckt die Mitte wieder mal mit AWP ab, wartet darauf, dass Chimera ihm reinrennt. Schauen, ob Chimera es erneut tut. Letztes Mal hat er einen Legshot bekommen, muss sich danach zurückziehen. Das Resultat war, dass man die Runde verloren hat. Macht hier wieder ein bisschen B-Split. Mitte geht's raus. Und Chimera mit dem ersten. Und Chimera mit dem zweiten. Und mit dem dritten. Ah, der vierte gibt's nicht. Der vierte gönnt sich der Morphy. Also B ist noch nicht aufgegangen. Chimera, sehr, sehr gute AWP-Leistung da in der Mitte. Beziehungsweise am B-Tor. Und jetzt ist es nur Neo mit der AWP. Und diesmal muss er... Er kann was probieren. Er kann hier auf jeden Fall versuchen, den einen oder anderen Kill noch zu machen. Vielleicht gönnen sich die CTs ja dann irgendwie die aggressive Deckung. Hier pusht der erste rein, da pusht der zweite rein. Ah, den kriegt er leider nicht. Schade. Wenn er sich direkt zurückgezogen hätte, hätte er mit der AWP durchaus noch einen zweiten kriegen können. Da muss man vorsichtig sein als CT, wir sehen das. Wenn jetzt hier zum Beispiel noch zwei Spieler gestorben wären, dann hätte man den einen nicht unbedingt legen können. Und wäre dementsprechend wieder low-equipped gewesen. Auch jetzt sehen wir es hier, der gute Biohazard hat sich eine AWP geholt. Allerdings nur eine Flash. Gucken wir mal, ob man hier Helm kauft bei den Jungs. Ja, der Clanmeister hat einen Helm, der Chimera hat einen Helm, der Morphy hat einen Helm. Ich weiß nicht, warum man immer so viel Helm kauft, verstehe ich manchmal nicht. Ich meine, okay, wenn ich 100 Kevlar habe, kann ich upgraden auf den Helm, aber mal ganz ehrlich. AK Headshot ist eh down. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen. NA Flash vom Dostmeister. Lang hat man wieder komplette Kontrolle, hat es sogar zu fünft eingenommen diesmal. Und im Gegenzug die CTs aggressiv auf kurz. Smoke Mitte. Da vorbeigegangen. Paolo macht da zwei, drei Hits, zieht sich dann zurück. Hoffentlich ist auf kurz. Jetzt wird durch die Smoke durchgegangen. Ah, der Clanmeister kann den ersten machen, geht down. Paolo hat einen Refrake und man ist aber schon hier auf A-Spot drauf. Das wurde anscheinend nicht kommuniziert. Der Biohazard mit der AWP im Vierer hat da natürlich eine bescheidene Position jetzt.
Wird einfach nur gebankt, kann er nicht wirklich wegkommen. Seine Mates müssen jetzt hier ihn supporten, die Nate. Oh, nur 21 Damage, auch das wieder eine Frechheit. Aber das ist halt CSGO. Ansonsten im Spot macht nochmal guten Hits. Kommt er nicht weg! Und lang das Duell. Gewinnt der gute Chimera auch nicht, also der muss erneut seine Waffe hier sparen. Hat halt 10 Frags, hat eine wichtige Runde gerade vorhin geholt, aber kann sonst jetzt hier, wenn es Richtung A geht, natürlich nur wenig Impact haben auf die Runden. Wird jetzt von lang gepusht und von Mitte oben und Flying High macht ihn. Und jetzt haben sie es endlich geschafft, hier die CTs mal broke zu setzen. Da wird man sich auch jetzt keine AWP leisten. 5 zu 7, nur noch der Rückstand. Die Männer gönnen sich einen Scout. Flying High mit dem Frag am B. Da ist Morphe aggressiv gepusht. Man ist lang durch. Bombe wird gelegt. Paulo hier mit dem Headshot gegen Johnson, aber er schafft es nicht, den Frag zu machen. Bis jetzt ist noch kein T hier down gegangen. Noch mal kurz gepusht. Johnson, wie gesagt, der braucht jetzt ein bisschen Backup hier von lang. Irgendwann kommt auch sein Mate um die Ecke. Flying High. Cool, ist ganz erfolgreich. Chimera mit der Scout down. Und jetzt ist es nur noch der Klarmeister. Macht noch einen Deagle Headshot, aber das war es dann auch für ihn. 7 zu 6. Für die CTs. Schwierige Situation erneut. Kauft man oder spart man für letztlich? Ich würde jetzt kaufen. Einfach nur deswegen, weil man in der nächsten Runde eh ja, genug Geld kriegt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, um halt ein bisschen Low Equip zu kaufen, um Scouts und so einen Kram zu kaufen, um es nochmal zu riskieren halt. Also eigentlich muss man dieses Risiko eingehen. Morphe bekommt wieder den hinten in der Mitte, geht wieder zu früh durch. Also macht da keinen guten Job. Da muss der ja eh früher fliegen oder mal einen Smoke oder muss halt einfach warten. Jetzt geht Chimera down. Hat immerhin seinen einen Kill gemacht. Indessen geht es hier Richtung B. Morphe bekommt da Bekanntschaft. Zwei CTs jetzt schon drauf. Neo schon am Neo. Immerhin einen Frag gemacht. B-Spot ist man drauf. Es sollte ein schneller Retake werden. Eigentlich wurde man selber geflasht. Gute Smokes der Ts. Bombe wird gelegt. Boah, der spankt ihn einfach mal durch die Smoke. Spankt den nächsten durch die Smoke. Was ist denn mit dem Dostmaster hier los? Dreht richtig auf. In dieser Runde. Und der Ausgleich. 7 zu 7. Jetzt gucken wir hier. Siehst du? 2-8, 2-5, 3-0, 3-5. Pharma Scout, sowas in dem Bereich. Knapp an den Game. Wieder den Headshot durch die Smoke setzen. Auf Bank folgt Rebank ja bekanntlich. Da hat er nicht gemacht. Selber aber auch ein bisschen Damage kassiert. Es geht jetzt hier auf den B rauf. Oder auch nicht. Man entscheidet sich nochmal zurück zu gesehen. Man ist nur zu zweit. Der B komplett offen lassen. Die CTs pushen jetzt gerade kurz in dieser Sekunde. Keten Carlo sieht das. Geht aber down. 3 gegen 3. Boss werden abgesmoked. Und dann seht ihr natürlich schön, wie der Scout immer über die Doors jumpen. Und dann müssen wir es probieren. Oder halt auch durch die Smoke einfach oder über die Smoke an den Double Doors. Wenn es um beiden funktioniert. Was ist denn mit dem Dostmaster los hier? Nächster Bang. Retake jetzt über die Doors. Und der Dostmaster macht noch die letzten drei. Schöne letzten zwei Runden hier vom Dostmaster. Bringt sein Team in Führung. 8 Runden auf der T-Hälfte. Sind okay. Natürlich bei weitem nicht so gut wie vorhin im Halbfinale. Aber nach einem 0-6 Rückstand noch auf 8-7 ranzukommen, ist eine sehr, sehr solide Leistung. Und damit kann man auf der Seite von Anti-Mike dann im Endeffekt sicherlich leben. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass Anti-Mike vorhin auf der CT-Hälfte Probleme hatte. Ja.
Da haben sie nicht wirklich so gut gespielt. Erst als eben sie sehr aggressiv gegangen sind als CT selber, hatten sie Chancen und haben da Runden geholt. In der Situation, wo sie eher defensiv waren, hatten sie arge Probleme mit ihren Gegnern. Ich bin gespannt, was das jetzt hier wird. Wie Execo darauf reagiert, falls Anti-Mike genauso aggressiv wieder pushen würden. So, auf in die zweite Hälfte. Guter Spawn für den B-Rush. Bei Execo. Es soll auch eher Richtung B gehen. Die CTs forcieren hier lang. Man wartet aber, macht das Ganze langsam. Johnson mit der Smoke. Am B-Spot. Auf dem Plateau in der Neo-Kiste. Da kommt die Smoke jetzt der T's. Ignate ist sehr gut. Zumindest an Morphe. Und jetzt geht's mit einer Popflash raus. Johnson zu spät. Wollte noch flashen. Schafft es nicht. Muss jetzt um die Ecke flashen. Geht down. Neo macht den ersten. Neo macht den zweiten. Schön gemacht von ihm. Hat sich da einfach das Smoke versteckt. 3 gegen 3. Nächster Schlag auf Tausch hier. Flying High nimmt den Bomben. Ja, den Spieler mit der Bombe aus dem Spiel. Jetzt hat man eine Überzahlsituation. Chimera erneut LMS. Da soll der B gerade gewütet werden. Chimera pusht Tor raus. Macht den ersten nicht. Und muss sich dann zurückziehen und kriegt den Headshot vom Raketen-Carlo, der wichtige Frags am Tor gemacht hat. Anti-Mike mit der Pistole. Und das war sehr wichtig. Die T's auch nicht planten lassen, somit kaufen die hier was geht. Ja, leider kein Hit gemacht. Doch, what the fuck? Das war gerade beim... Er hat ihn doch bekommen. Das war bei mir gerade laggy. Sorry, ich dachte, er hätte nicht gemacht. Was Strike bei den T's. Es sah bei mir gerade so aus, als ob er daneben geschossen hätte und nichts passiert ist und auf einmal war er down. Sehr, sehr strange. Na, nichtsdestotrotz Raketen-Carlo mit dem Refracting Klarmeister in der Mitte. Man hat hier allerdings das Problem, dass der Johnson nur eine 5-7 hat. Close beim B ist. In diesem Moment geht auch noch Raketen-Carlo down, also das ist hier eine kritische Situation jetzt. Paulo auf lang, scheinbar irgendwelche Mausprobleme. Kennen wir vom Fahren, dass die Maus einfach mal ausgeht mitten im Game. Jetzt muss es Flying High richten, es geht über kurz mit der Scout. Chimera droppt nochmal die Bombe weg zu seinem Kollegen. Man hat auch die Farmers picken können, also man hat jetzt hier eine deutliche Überzahlsituation. Auf kurz zumindest gehen den einen Spieler im A-Spot. Scout kannst du auch noch jumpen und da gucken, wo er ist. Da hat er ihn gesehen. Ah. Flying High hat da Glück, dass er sich im richtigen Moment zurückzieht. Bekommt die Popflash von seinem Mate davon lang. Und macht den Frag sogar auf lang. Sehr gut gemacht vom Bossmaster. Ja, mit der Scout kann ich leider den Hit nicht setzen. Also Flying High spielt das wirklich gut hier auf der Schrägen jetzt gerade. Die T's ziehen sich zurück, wollen nochmal Richtung B-Spot gehen. Und da kommt ihn gerade hier der nächste Kollege entgegen, der Johnson. Aber er geht down, er pusht da zu hart hinterher. 10 Sekunden auf der Uhr, das kann was werden. Man muss ja allerdings direkt durchrennen und instant die Bombe legen. Und das weiß natürlich auch der Gegner. Dementsprechend ist Flying High hier close drin. Macht den ersten. Macht den zweiten. Da hätte er bloß noch eine Sekunde vielleicht warten können. Ich weiß nicht, ob das aufgegangen wäre. Eventuell hätte er da durchaus den Spieler nach der Zeit holen können. Aber es war natürlich wichtig, dass der Plan nicht in der Zeit durchgegangen ist. Das ist natürlich klar.
Sonst hätten die Gegner ja alle 800 Dollar noch zusätzlich bekommen. Von daher, alles gut gemacht. Lieber auf Nummer sicher gehen. Schön gemacht von den CTs. Nochmal sich gerettet. Sah am Anfang nicht so gut aus. Doppler ist lang. Johnson deckt wieder B ab. Neo close Mitte. Kann die Steps hier callen, dass es Richtung A geht. Zurück. Der Molotov brennt. Verhindert dort den Push auf dem A-Spot. Und jetzt soll es raufgehen. Ja. Nur Neo geht down. Der Rest mit sehr, sehr schönem Aiming. Alles Headshots. 11 zu 7. Keine AWP bei den Ts. Man konnte, wie gesagt, die Bombe nicht in einer einzigen Runde legen. Dementsprechend zu wenig Geld, nachdem man in der zweiten Runde gekauft hat. Jetzt gilt's. Sieht auch hier nach einer schnellen, langen Verteidigung aus. Ist super blind hier bei den CTs. Vor allem auf die zweite Welle. Und beide CTs gehen da down. Es ist nur noch der gute Flying High hier im Auto-Eck. Die Bombe soll wohl wieder zurückgehen. Jetzt wird sie gedroppt. Man spielt das Ganze langsam runter. Zieht nicht direkt lang durch. In der Mitte ein harter Fight gerade. Wie ihr hören könnt. Mit dem Kill in der Mitte soll der Basement werden. Last Man Standing ist Flying High. Ich glaube, ja, letzten Endes ein schlechtes Timing da. Hätte vielleicht rumziehen sollen. Hat nicht damit gerechnet, dass Paolo schon über kurz kommt. Solide erste Equip Round für Execo. Kein Spieler verloren. Damit natürlich viel Geld vorhanden. Wir sehen es bei Anti-Mike. Dadurch, dass die Runden auch so knapp waren, vorher man die MPs gekauft hat, dann geupgradet hat, auch da wieder Waffen verloren hat, haben sie selber nicht viel Geld. Müssen jetzt selber in die Sparrunde gehen. Das ist natürlich extrem gut hier für die Ts. Flash B, Paolo deckt einfach nur Plateau ab, dass dann niemand vorkommen kann. Man sieht natürlich, dass jetzt hier die CTs kurz aufpushen, weil ein Spieler relativ schnell Cutters runtergegangen ist und das Ganze abgeaimt hat. Nate macht an der Stelle nur nicht wirklich viel Damage. Das ist halt typisch CSGO. Jetzt ist es nur noch Neo in der Mitte. Der hat da keine Chancen. Und die nächste Runde für die Italiener. Erneut ein bisschen Richtung lang. Auf jeden Fall ein bisschen Equipment gezogen. Man hat den Spawn gemerkt, fake das Ganze jetzt nur an. Zieht sich zurück. Baut erneut über die Mitte auf. Die Mitte wurde schon gecheckt und geht man raus. Sehr, sehr, sehr zügig. B-Split Smoke. Aber auf die andere Seite gelegt. Damit hat Dossmaster nicht gerechnet. Man nimmt ihn nicht aus dem Spiel. Weiß jetzt, okay, wir werden wahrscheinlich nur zwei auf dem B haben, zwei auf dem A haben. Jetzt hier. Geht der Biohazard einfach durch seinen eigenen Smoke durch und Neo hat damit nicht gerechnet. Nächster Frag hier für die Ts. Auch da schönes Aiming. Nächster Shot. 5 gegen 2. Johnson am B. Und Flying High. Last Man Standing erneut. Ist lang rausgepusht. Hat nur eine CZ. Oder hat nur eine CZ. Und auch der hat keine Chance. Chimera, passt auf. Starke. Starke. Okay. 10 zu 11. Die Italiener kommen ran. Also Biohazard hier mit 21 Kills schon. In 21 Runden. Das kann sich sehen lassen. Also Execo ist auf jeden Fall global. Könnt ihr sicher sein. Anti-Mike weiß ich nicht. Übrigens sieht es so aus, wenn Global Teams zum Beispiel gegen Supreme Teams spielen, als ob Nova Teams gegen Silver Teams spielen. Wollte ich euch nur mal so mit auf den Weg geben. Wenn ein Team besser ist, dann sieht der andere immer schlecht aus. Auch wenn er vielleicht nicht schlecht ist, nur weil der andere vielleicht unmenschlich krass ist. Schaut euch mal vor, ihr spielt gegen Fnatic. Ihr seht Fnatic zerstört, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ein Gambit 16 zu 0, nur als Beispiel. Ist Gambit dann schlecht? Ich denke nicht.
So, man hat hier den First Strike in der Mitte setzen können, der Eco. Schöner Push da, aber es geht lang durch. Wir sehen hier schöne Smokes in der Base, da kann man nichts machen. Biohazard mit dem dritten Frag. Ne, Chimera staubt ihn ab. Und jetzt nur Johnson hier. Spot. Nur eine USP hatte. Keine Chance mehr, diese Runde zu holen. Vielleicht noch ein Frag. Nein, auch der bleibt ihn verwehrt. Hat natürlich kein Kevlar, geht Aim Punch. Und geht dann instant down. 11 zu 11. Ja. Coole Sache. Nur Pech. Ich weiß nicht, was das war. Ich hoffe nicht, dass der GoTV abgeschmiert ist. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe absolut keine Ahnung. Einfach CS aus. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe nicht meine Taste, die ich drücke. Ja. Ist einfach weg. Einfach von einer Sekunde auf die nächste ist einfach das Game weg. Das ist immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wir connecten aber schon wieder auf den Server. Hoffentlich haben wir nichts verpasst. Ne, sieht gut aus. Nur ein Spieler ist gestorben, das ist der Neo. Der ist... Ich weiß gar nicht, wo er gestorben ist. Mal gucken. Da in der Mitte ist er gestorben. Also, der B-Spieler ist down. Das weiß Execo und zieht sich hier zurück. Und will kompakt gleich B-Contact gehen. Da steht der Johnson auf dem Plateau. Oh, guten Damage, also direkt der Refrag. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Diese Refrags sind einfach so super wichtig. Man hat grundsätzlich den Vorteil, dass man am Ende dann rein theoretisch in einem 1-on-1 wäre, die Bombe legen kann. Und dann halt, wenn man den First Strike macht, hat man natürlich die Runde gewonnen. Das ist das Prinzip der Refrags. Und jetzt im B-Spot seht ihr es. Die CTs probieren es gar nicht mehr. Sie riskieren es gar nicht mehr. Sie wollen nicht ihre Waffen verlieren. Sie wissen, dass sie in einer Unterzahlsituation sind. Sie haben zwar noch Flashes gehabt, aber... Naja, es ist halt ein großes Risiko, dass man hier eingeht. Man möchte das nicht machen. Man weiß, durch den User-Bonus kann man nächste Runde zumindest zwei Waffen legen. Und kann komplett kaufen. Natürlich will man keine AWP haben, das ist klar. Aber es ist besser, als jetzt hier das Risiko einzugehen. Man muss natürlich sagen, aber dass man die Waffen safe saven muss. Das heißt, wenn man sie jetzt verliert beim Saven, bringt das Ganze auch nichts. Die T's sind relativ spät erst am Hunten. Man spielt den CT's natürlich in den Karten. Jetzt springt man da hoch, schafft es nicht und somit können die CTs jetzt hier wie gesagt zwei Waffen legen und sich nochmal komplett equippen. Es wird kurz geboostet. Mal ein bisschen was anderes hier spielen, nicht immer lang halten. Das Problem ist nur, dass hier Biohazard lang versucht da irgendwie was zu hören. Und wenn er natürlich nichts hört, dass lang gar nichts geschmissen wird, keine Smoke, keine Flash, kein gar nichts, dann ist eigentlich schon klar, was hier in Sache ist. Jetzt kommt zumindest die Flash auf lang. Smoke liegt nicht richtig. Wir sehen das, wo sie gelandet ist. Vom CT, der Dossmaster. Und der, ja, er bestraft ihn einfach direkt. Biohazard mit dem Frag. Direkt die Überzahlsituation wieder rausgespielt. Die Smoke hätte halt einfach in den Double Doss liegen müssen. Somit muss man jetzt wieder umdisponieren. Relativ viel Risiko gehen. Steht hier alleine auf kurz. Alleine in der Mitte, alleine auf B und alleine auf A. Also der T kann hier durchaus jetzt wieder die Überzahlsituation smart ausspielen. Smoke und Flash-Kombination. Guter Molotov auf kurz, verhindert, dass er hochgepusht werden kann. Zieht sich zurück, es geht trotzdem durch. Und man sieht, wie viel Damage der gute Paolo da kassiert hat. Die AE macht auch ein bisschen Schaden. Ah, das. Wir haben es gesehen, die Flash war einfach ein Ticken zu lang. Und dementsprechend war Biohazard nicht blind. Macht beide. Gönnt sich den dritten der Runde mit 27 Kills jetzt hier. Auf jeden Fall Star des Servers. Hat Neo Glück, dass die ja eh nicht gekommen hat. Und die beiden CTs werden wahrscheinlich wieder versuchen zu saven. Also, nächste Runde an die Italiener. 13 zu 11.
Mich wundert es ein bisschen, dass es hier keine Timeouts gibt bis jetzt in den letzten Games. Wir haben gestern mehrere Timeouts gesehen in den Spielen. In diesem Tag heute bis jetzt gar nichts. Was ist asynchron? Kann passieren. Liegt am Streaming-Rechner. Jetzt hat man zumindest mal den Biohazard hier down genommen. Der ist nämlich der erste Spieler, der hier gestorben ist. Jetzt soll es B raufgehen. Johnson da auf Plateau. Mit eigentlich einer guten Posing, aber schlechten Timing. Und die CTs sind zu spät da. Da kann kein Refrag passieren. Johnson war komplett alleine gelassen worden. Der hätte vielleicht die Flash kriegen müssen oder sowas, um da rumzuziehen. Er zieht ohne Flash rum, geht down. Execu mit gutem Timing einfach gecontacted, wie gesagt. Die Nate macht keinen wirklichen Schaden. Auf beiden Seiten nicht. Bombe kann gelegt werden. Fingings hier. Und jetzt muss man hier diesen Retag eigentlich probieren. Nochmal ein bisschen Damage. Nochmal gute Gegenflashes. Nochmal wird das Tor abgesmoked. Nächste Gegenflash. Noch einer. Molotov Loch. Sehr, sehr gut gespielt. Man hat so viel Equipment hier. Und jetzt geben sie CTs auf. Flying High geht sogar noch down. Paolo damit berechtigten Timing hinterher gepusht. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist einfach natürlich auch ein bisschen glücklich, dass man da am B direkt den Frag kriegt und halt Johnson einfach gar nicht reinaimt. Aber man muss dann auch sagen, dass es einfach gut gespielt ist. Ne? Schön, wie gesagt, das Equipment nicht alle gleichzeitig gesmoked, nicht alle gleichzeitig geflasht. Man hat da wirklich schön die Zeit runterspielen lassen. Die CTs konnten einfach nichts machen. Den Retake-Ansatz schon komplett verhindert. Und am Ende dann sogar noch die Frags geholt. Anti-Mike alle Waffen weggenommen. Und jetzt ist wieder eine schwierige Entscheidung. Kauft man oder geht man auf die Overtime und spart nochmal? Sie entscheiden sich, low-equipped, was heißt low-equipped, aber ja, mit wenig Granaten zu kaufen. Auch jetzt soll es hier eher Richtung B gehen. Smoke. Los. Geht der Johnson. Und er kriegt hier den Spray durch die Smoke. Chimera geht da down. Hauptflash jetzt am B. Es soll hier anscheinend aufgegangen werden. Nicht, dass das jetzt nach hinten losgeht. Neo mit dem nächsten. 5 gegen 3. Jetzt muss man eigentlich gar nichts mehr machen. Man will es trotzdem nochmal probieren, oder was? Neo geht da durch die Smoke durch. Oh, der hat das richtige Händchen. Er macht beide. Schöne Runde hier von den CTs. Mal aggressiv gegangen. Das ist genau das, was ich meinte. Das hat vorhin auch geklappt. Bis jetzt hat man es sich aber nicht wirklich getraut, das zu spielen. Mal gucken, ob jetzt da vielleicht der Knoten geplatzt ist. Anti-Mike jetzt hier die nächsten Runden auch aggressiv angehen wird. Bin gespannt. Und falls sie es tun, wie sich Execu darauf vorbereitet, beziehungsweise wie sie darauf reagieren werden. Es soll hier lang gedeckt werden. Smoke-Kante von den CTs selber. Die Nate ist nicht gut vom DOS-Master. Hat ganz knapp die Langkante erwischt. Wollte sich hier natürlich reinschmeißen, ist klar. CTs spielen bedächtig. Morphy relativ alleine in der Mitte gelassen. Der Rest eher Mitte oben Richtung lang. Unterwegs. Jetzt nimmt die Mitte ab. Wartet einfach nur, soll jetzt von Chimera hier eine Popflash rauskriegen. Gucken wir mal, das klappt. Da ist der Morphy. Aber Raketen-Carlo passt auf. Hat hier guten Support in der Base sein Mate gegeben. Flying High mit lang mit dem Frag. Jetzt sieht es gut aus hier für die vermeintlichen Österreicher, die glaube ich eher deutsch sind. Ich weiß nicht, also ein Mixteam. Anti-Mike mit der 13. Runde. Darauf kann man sich festlegen. Chimera hat zwar die Bombe, aber Modern 5 mit 24 HP. Denke ich nicht, dass er da noch irgendwas großartig machen kann. Flash ist Mitte unten. Den ersten hat er zumindest. Aber Flying High überlagen. Gut dort ausgeschlossen. Man ist nur noch eine Runde entfernt. Smoke hier erneut die Kante. Das waren die CTs selber. Normalerweise sehe ich das immer eher als die T's, das smoken wollen, aber okay. Warum nicht? Warum nicht? Zieht sich zurück Richtung Base. Und spielt wieder 2-1-2. Mitte gesmoked, Mitte geflasht. Jetzt
Jetzt kommt die Popfläche über kurz rüber. Sehr, sehr langsames Spiel jetzt hier von den Italienern. Soll ein A-Split werden. Nochmal gut gegengesmockt auf kurz. Man hat allerdings noch genug Zeit hier bei den Ts. Die CTs wollen jetzt den Gegenmove starten, orientieren sich so ein bisschen Richtung kurz. Gucken, ob sie da wirklich pushen werden oder ob sie einfach nur die Smoke abwarten, dann droppen. Das Problem ist, sie haben jetzt gar keine Langkontrolle mehr. Also sind eigentlich geforst dazu, kurz zu halten und aggressiv wirklich reinzugehen. Ich bin gespannt, ob sie das durchziehen werden. Die Mera kriegt da gut Damage. Aber man kriegt den Frag nicht. Und jetzt ist natürlich das Problem hier auf dem Spot, dass man nur noch einen Spieler hat. Jetzt geht's über kurz drauf. Spieler im Spot noch nicht gesehen, in der Base, aber der Flying High aufgepasst. Und Dostmaster mit einem Double. So schnell dreht man hier eine Runde. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Jetzt ist es nur noch Biohazard im 1-on-3. Bombe down auf dem A-Spot. Richtung kurz. 15 Sekunden auf der Uhr. Das kann er nicht mehr schaffen. Es wird die 14. Runde. Ausgleich für Anti-Mike. Jetzt 3 Runden in Folge geholt. Ungefähr gleicher Spielverlauf, würde ich fast sagen. Jetzt zumindest auf der T-Hälfte, wie wir ihn zuvor gesehen hatten. Auch da Anti-Mike sehr, sehr spät ist aufgewacht. Nur da hatten sie noch mehr Runden zu spielen. Der Gegner hatte einfach weniger auf der CT-Hälfte bekommen selber. 14-14, man kann hier natürlich letzten Runden auch noch kaufen. Also ihr seht das, wie viel Geld die Ts einfach haben. Selbst jetzt, nachdem man AWP und Co. gekauft hat, hat er immer noch 2000, 6000, 5000, 2000 Dollar auf dem Konto. Das heißt, wir werden auf jeden Fall 2 Equip Drones sehen, egal wie das jetzt hier ausgeht. Egal, wer diese Runde holen wird. Erneut lang hier die Kontrolle gesucht. Diesmal als CT hat man sie auch. Johnson deckt vom Tor defensiv nur die Mitte ab. Neo diesmal auf dem Tor. Also da, auch da hat man anscheinend irgendwie ein bisschen Posis getauscht oder spielt nach Spawn. Beide Teams wissen hier, wie wichtig die Runde ist. Spielen dementsprechend sehr langsam. Also checkt die Mitte ab. Kommt den Molotov. Flying High. Will nicht, dass da jemand rauskommt. Noch 45 Sekunden knapp. Jetzt geht er erneut Mitte raus. Und jetzt smokt sich wieder dort eher Richtung B ab. Versucht hier auch ins Werk zu gehen, aber Johnson passt auf. Macht das gut, schleicht dort an der Smoke vorbei. Und jetzt soll es ein B-Split mit einem Drop werden. Die Mera geht in die Base rein. Kriegt Flying High. Kriegt auch den Track im A-Spot. Nein, ich krieg er nicht. Der geht down. Paolo auf dem B-Spot drauf. Muss jetzt hier den Fake machen und dann soll es A aufgehen. Bin gespannt. Das ist auf jeden Fall eine super konfuse Runde. Er kriegt den Track am B zumindest. Execute kriegt auch den Track am A. Jetzt kann man gleich die Bombe richtig kurz legen. Es sei denn, der Track auf A fällt. Nein, Dostmeister macht nichts. Geht down. Oh mein Gott. Johnson. Er kriegt ihn nicht. Jetzt erst. Die Bombe allerdings gelegt. One on two, Paolo von hinten, geht auch down. Jetzt ist Morphy im 1-on-1. Ach du Scheiße. Johnson. Mit dem 4er und der 15. Runde für Anti-Mike. Wow. Darauf brauche ich erstmal einen Schluck Wasser. Das war krass. Das war krass. Und das war vor allem verschenkt. Also, man... Respekt an Johnson für die wirklich schönen Kills und für die krass gespielte Runde. Schönes 1-on-3 am Ende, aber wenn Execo einfach mal intelligent die Bombe Richtung Safe legt, einfach sage ich jetzt mal, und Paolo nicht kurz hinterher pusht, sondern einfach über die Base geht und die Bombe halt, wie gesagt, dann eher Richtung Plateau liegt oder einfach Richtung Lang liegt und Paolo einfach lang gehen würde, dann wäre die Runde zu 1 Milliarde % gewonnen.
Team Sweet Down. Haben wir gerade mitbekommen bei Anti-Mike. Letzte Runde hier. Siko ist natürlich schon ready. Schon On-Pause gemacht. CTs scheinen noch nicht bereit zu sein. So, Match ist wieder live. Letzte Runde hier. Overtime oder Sieg für Anti-Mike. Autosniper. Oder was war das hier gerade? War doch gerade nicht bescheuert. Das war doch ein Autosniper, oder nicht? Hey, keine Ahnung, was es ist. Ich höre hier irgendwelche Sachen. Das klang für mich nach einem Autosniper. Mir auch egal. AWP bei Flying High. AWP bei Paulo, bei den T's nicht vorhanden. Paulo hier. Nur mit einer AK mit einem Up-Aim. Bitte die Knochenregel? Nein. Also ich bin nicht blöd, ne? Schreibt auch Flying High. Soundbug, okay. Ich dachte gerade schon, what the fuck? Habt ihr auch gehört? Sehr gut. So, jetzt kommt die Popflash gleich mit raus. Biohazard. Ah, er gönnt sich den ersten, den zweiten hat er auch nicht mit gerechnet. Beide wurden da blind, das ist schlecht von den CTs an der Stelle. Da muss man das anders spielen. Biohazard geht jetzt hier Richtung B rauf. Paulo mit dem Frag in der Base. Mit dem Reflash von Johnson, der gerade auch gegangen ist. Und das sieht hier sehr gut aus für die Italiener. Vor allem der Biohazard mit seinem 30. Frag in der 30. Runde. Scheint das Ding hier klar zu machen. Man schafft hier wieder einen unglaublichen Retake. Mehr Molotovs, die Cutters ab. Auch da holt er noch ein bisschen Zeit raus. Man hat noch zwei Molotovs, sowohl der Klarmeister als auch der gute Paolo. Das heißt, man kann ja durchaus jetzt hier zweimal einfach das Loch weg Molotoven. Da ist Molotov Nummer 1. Vielleicht noch Molotov Nummer 2. Und das weiß man, muss im Grunde nur noch das Tor decken. Diese Runde ist eigentlich durch. Sollte safe jetzt hier gleich an Exekon gehen. Da ist der erste Down, das ist der zweite Down und wir haben die Overtime. Ja, der Johnson war leider schon tot. Retake-Taktik kaputt. Knappes, spannendes Game. War natürlich gerade ziemlich blöd, dass die beiden CTs hier in der Base, sowohl der, der close steht, als auch der, der hier steht, beide blind werden. Also eigentlich müsste er hier Anti-Flash stehen. Er darf blind werden, er zielt quasi, er guckt nach da. Wenn die Flash kommt, nachdem die Flash kommt, und der dreht er sich um, er ist halt blind dann, er rennt halt weg. Und dann kann er hier den Frag machen. Und was ist passiert? Beide wurden blind und dann hat man halt auch den Frag kassiert, ohne dass ein Refrag passieren konnte seitens der CTs. Das war der große Fehler in dieser Situation in der Mitte. So, aggressiver Move über kurz. Boah, Morphe! Double Frag! Direkt zu Beginn der Runde. CT ist direkt geschwächt. 3 gegen 5 unter Situation. Ja, Johannes mit der HWP hier. Man muss natürlich jetzt in der Overtime aufpassen. Wir haben MR3.
Das heißt, wer zuerst 4 Runden holt in der Overtime, gewinnt das Ding. Steht es 3-3, gibt es natürlich noch eine Overtime. Dazu muss man auch nicht sagen, man hat Start Money 10.000. Wenn wir uns das jetzt mal ausrechnen, man kauft als CT meistens eine Colt plus Kevlar plus Equipment, ist ungefähr bei 5.000 Dollar, was man da ausgibt. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem. Hier sogar ein bisschen mehr, habt ihr gesehen. Der eine hat AP gekauft, Neo hat nur 2 und so weiter und so fort. Ja, dann ist es halt einfach so, dass man nicht die dritte Runde kaufen kann, sollte man die ersten beiden Runden verlieren. Also muss man als CT meistens gucken, dass man die erste oder zweite Runde holt, um nicht 3-0 down zu gehen. Und das sieht hier nicht so gut aus. Allerdings lebt der Neo noch. One-on-Two-Situation. Bombe wird gelegt, diesmal nach lang. Naja. Naja. Also ich würde mal behaupten, die kann man von hier diffusen. So wie er da steht. Also gut gelegt ist die Bombe nicht. Der Nate war gut, aber jetzt kann er nicht töten. Lange Shot auch nicht gemacht. Er will es hier riskieren. Sieht den Spieler auf lang, aber keine Chance. Und geht down. Biohazard hat es gut gespielt. Wieder eine starke Runde von ihm hier. 33 Kills mittlerweile. 33 Kills bei Biohazard. Auch er ist, wenn ich mich nicht recht entsinne, von Source. Wie gesagt, korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege, falls es noch der Spieler ist. Ich glaube, er ist damals der Spieler, der auch mit Chimera und Gurri und Co. damals gespielt hatte. Noch damals schon gut unterwegs war. Der Map-Pack ist von Anti-Mike. Und das sollten die Jungs jetzt hier gucken, dass sie diese Runde holen. Oh, das sieht nicht gut aus. Neo, der nur eine Pistol hatte. Wie kann das unten down? Jetzt wird lang gepusht. Auch da deckt er sich einfach nur ab. Sieht den Spieler natürlich früher, wenn er aus der Smoke rausschleicht. Auch da macht Anti-Mike jetzt die gleichen Fehler. Also jetzt versuchen sie wieder aggressiv zu spielen, aber zu viel alleine. Ja. Wurden beide Male dafür bis jetzt bestraft. Und sind wieder in der Unterzahlsituation. Das ist eigentlich wieder nur eine Formsache. Nächster Spieler down, Johnson stirbt auf dem B, Paulo ist drauf, die ganzen Ts rotieren jetzt hier über Cutters Richtung B-Spot und die beiden CTs. Ja, was sollen sie anders machen? Sie müssen eigentlich die Waffen hier saven, wir sehen das, fast kein Geld vorhanden für die letzte Runde. Das sieht nicht gut aus. Nachdem man hier schon einen Map-Ball hatte. Kann man jetzt hier durch diese Runde und diese Map noch abgeben. Die CTs werden natürlich versuchen zu jagen, ist klar. Sie wissen in die Geldsituation Bescheid. Sie wissen, dass die CTs zwei Waffen haben. Und das macht der Raketen-Carlo da sehr gut. Gönnt sich auch den nächsten Frag. Also schön gemacht hier von den CTs. Den Ts ist natürlich egal. Ihr seht das Geld. Sie haben genug ja, für die nächste Runde. Hauptsache ist hier, man schaltet noch irgendwie die Waffen raus. Und der Chemie nochmal überlagen, macht den Hit. Und die AE. Jawoll! Kobe! Und eingelocht. Den Frag hat er noch bekommen. Und jetzt sehen wir das. Wenig Geld vorhanden. 2 Deagles schon gekauft. Eine Colt, das ist die. Ja, hat gerade zwar die Frags gemacht. Aber hätte natürlich gerne noch eine Waffe gelegt. Bossmaster mit der AK. Johnson mit einer Farmers. Also 3 Waffen hat man hier noch auf der Seite der CTs. Mehr allerdings auch nicht. Es geht wieder schnell Richtung lang. Die nächste Nate, die sehr gut sitzt. 40 Damage da. Flash durch die Smoke, da wird durchgebankt. Was soll es anders sein als ein Headshot? Biohazard mit dem nächsten. 36 Kills mittlerweile. Er dreht hier auf. Ich werde das gleich schon sehen. Also es wird gleich hundertprozentig. Wenn es so läuft, wie es die ganze Zeit gelaufen ist, gibt es vielleicht wahrscheinlich den nächsten Protest. Das sind halt hier schon schöne Headshots. Geht allein auf den Spot. Neo pusht hier durch. Macht den ersten. Ah, kriegt aber den zweiten leider nicht. Schade. Meister hat aufgepasst. One on two für Johnson. Aber wir haben gesehen vorhin, was Johnson machen kann. Vielleicht schafft das ja wieder. Das Unmögliche. One on two diesmal nur. Den ersten im Spot hat er schon gesichtet. Aber Chimera mit dem besseren Fokus geht rum. Sucht das Duell. Gewinnt das Duell. Und holt hier die dritte Runde für die Italiener in der Overtime. Jetzt muss Anti-Mike nachlegen. Braucht jede Runde, um es hier
in die nächste zu schaffen. So, es soll schnell Richtung Lang gehen. Molotov sieht sehr gut. Guten Damage auf Lang. Zack, erster, zweiter, dritter Down. Wir sehen uns auf Mirage, Jungs. Ich glaube nicht daran, dass die Jungs hier das Turn vorher schaffen, auch wenn sie den ersten Fleck gemacht haben und Klarmeister nur 13 AP hat. Da merkt man dann im Verlaufe so dieser T-Hälfte bei Anti-Mike, dass ja, sie halt sehr viel darauf bauen, dass diese schnellen Situationen, dass man einfach in diesen Situationen die Runden holt und der T halt oder der Gegner halt überrascht ist. Also das schnelle Lang einnehmen, die schnell kurz einnehmen. Mal einen B-Rush gemacht. Wurde Nero gerade echt geneigt? Ja, Nero wurde geneigt. Und das klappt einfach nicht. Und da es nicht klappt, hat man dann irgendwann die Situation, wo man halt nicht mehr weiß, was man machen soll. Und das ist genau das, was jetzt hier passiert ist. Gut Anti gespielt da auf Lang. Verdient, dann nochmal das Ding gedreht. Schade, schade für Anti-Mike, muss man sagen. Die 15-14 Führung noch verspielt. 5 Runden in Folge verloren. Da war dann, ja, das Glück nicht auf ihrer Seite. Aber mal gucken. Mirage waren sie ja vorhin auch nicht schlecht. Wir werden uns gleich hier ein paar Minuten nach einer kurzen Pause dann auf der zweiten Map einfinden. Und mal schauen. Das ist dann der Map-Pick natürlich erneut wahrscheinlich dann von den Gegnern von Anti-Mike, also in diesem Fall von Execuo. Holt euch kurz was zu trinken, macht euch frisch, was zu snacken. Und dann sehen wir uns gleich in circa 5 Minuten zur zweiten Map. Und es kann losgehen. Also, auf in die Knife Round. Hier hatten wir natürlich vorhin auf der Map Anti-Mike schon begutachten dürfen mit einer fulminanten Vorstellung im Halbfinale. Da war das, glaube ich, ein 16-4 insgesamt als T gestartet, 11-4, direkt mit einer 19-0 Führung. Schauen wir mal, wie es jetzt hier gegen die Italiener laufen wird. Knife Front. Wir können aber anscheinend erneut baden. Johnson im 1-on-4 kann nur noch einen machen. Execuo wird sehr wahrscheinlich erneut auf der CT-Seite starten wollen. Da ist der Befehl auch. Biohazard schreibt Switch. Er war der beste Spieler auf dem Server vorhin auf Dust 2 mit über 30 Kills. Sehr, sehr starke Leistung. Bin gespannt, ob er das wieder wiederholen kann. Wir werden es gleich erfahren. Und da ist der Countdown. Also, Anti-Mike hier auf der T-Hälfte hat das letzte Mal, ich weiß nicht, was sie gespielt hatten. War das ein reiner Bego? Ich glaube, es war ein reiner Bego, ne? Den sie gespielt hatten. Den man am Ende mit guten Frags setzen konnte und gewinnen konnte. Und wie es hier ausschaut. Montiert sich wieder. R Richtung B. Der B wird auf Retake gespielt. Morphy aus dem Fenster. Chimera kurz aggressiv. Geht den ersten, macht den ersten Frag. Probiert dann noch ein bisschen Pace zu setzen, zieht sie jetzt kurz zurück, Chimera auf kurz, erfolgreich, die Smoke lag ein Ticken zu spät. Nate in Spot, macht nicht wirklich Damage, Morphy down gegangen, vorn 3, Neo mit einem wichtigen Kill da in der Küche und macht den dritten. Hier mit der P250.
Ich dauere noch den vierten, den vierten. Ah, muss nachladen. Beide Spieler jetzt hier bekannt von den Tees. Einer am Spot um Kurven. Der Flying High geht in diesem Moment down. Jetzt ist nur noch Neo. Keine Chance. Leider, leider, leider. Drei Frags hat er gemacht. Das reicht aber nicht. Trotzdem verliert man in die Runde. Schade. Exequo mit der Pistol. Bombe gelegt, dementsprechend hier eine Sparrunde. Full Sparrunde bei den Tees. Nächste Runde kann man dann kaufen. Man hat nur ein bisschen Pistols gekauft. Aber ist damit nicht wirklich erfolgreich. Ein Frag hat man gemacht zumindest. Flying High. Aber das war's auch. Die CTs haben sich hier für SMGs teilweise entschieden. Eine Pumpe, eine Morphe, die Swag 7. Und bei der muss er jetzt wohl bleiben. Also man hat hier equipment-technisch ein Nachteil. Wobei Bionizer halt die AWP hat. Das ist der Vorteil. Den man zumindest für die Mitte hat. Denn die Tees können sich keine AWP leisten. Die bauen sich hier für ein Argo auf. Am Meister. Am Neo. Paolo. Auf dem Kerrigan. Soll im A-Spot rausgehen. Sieht ganz gut aus. Man hat die Überzeitsituation. Die Bombe kann gelegt werden. Auf über die Base. Und mit der USP. Kann da nichts mehr anrichten. Geht down. Und jetzt ist es das 3-on-2. Einer am Neo bekannt. Es reicht. Es wird reichen. Kann die Bombe diffusen. Diese Runden darf man halt nicht abgeben. Das ist halt genau dieses Problem, was man oft einmal sieht bei den vermeintlich schlechteren Teams. Drei gegen zwei Überzahlsituationen. Eigentlich muss man nur auf Zeit spielen, defensiv spielen, gutes Crossfire machen. Und am Ende verliert man dann halt einfach die Runde. Genau aus so einem Grund, dass man da unnötig faced. Das ist natürlich bitter, bitter. Diese Runde wäre schön und wichtig gewesen für Anti-Mike. Man hätte Execute direkt in eine Sparrunde zwingen können und direkt das Money Management halt dann auf sich, auf seine Seite zu bringen. Paolo mit dem First Track. Flying High einfach nur aus der Smoke rausgedaddelt. Einen guten Job hier. Jetzt schon wieder mit 6, 7 Kills auf dem Scoreboard. Nur Paulus, der eigentlich gestorben ist. 4-0. Ich habe so ein ungutes Gefühl, muss ich ja sagen, Jungs. Nach dem, was ich gerade gesehen habe. Auf das 2. Und mit dem Wissen, dass dies die Map ist von den Italienern. Weil man sagt, erneut mit dem First Track. Mit der AWP in der Mitte erfolgreich. Einfach nur mit oben abgeaimt. Hier ist zumindest jetzt ein bisschen mit der Kontrolle. Der Molotov im Nähedöner war gut. Allerdings gab es gute Gegenflashes und dementsprechend kam der Spieler hier weg. Überlebt mit 19 AP. Weil er mit dem nächsten Kill. Dritten. Paolo mit dem vierten. Runde los. Selbst den Frag kann Flying High nicht machen. Ich meine, wenn man so einen Free Frag nicht hat, wie soll man dann das Game gewinnen? Das ist halt wirklich bitter gerade.
Hat wieder keine AWP. Nice, Top Mitte runter. Und können sich den nächsten First Track. Den hat er auch. Behält die Ruhe. 12 zu 0 nach 5 Runden, beziehungsweise in der 6. Runde. Der Junge ist on fire. Johnson mit dem Frag am B. Chimera down, macht ihn die Frag. Das sind diese wichtigen Situationen. Chimera down. Also verschiebt. Er nimmt einfach nur ab. Kann auch den machen. Raketen-Kado gammelt ihn da einfach rein. Also, ja, schleicht ihn ja förmlich rein. Hätte viel früher rübergehen müssen. Oder halt mal einen Mini-Check machen müssen in diese Position. Und Ordin hat ja Bayerazad mit dem 4. Frag in der Runde. Macht hier im Grunde eine One-Man-Show. Und steht 6 zu 0. 14 Kills. 14 verdammte Kills hat der Junge schon. So, die T's haben erneut kein AWP. Wollen jetzt nochmal mit dem Argo probieren. Bauen sich hier auf. Zu fünft über die Action. Vielleicht ist es dieser Fake, den sie schon mal gespielt haben. Wir werden es sehen. Und vielleicht wollen sie hier wirklich Vollgas rausgehen. Gucken wir mal. Er hat noch in der Mitte am Aimen. Da kommen die Smokes. Man geht relativ früh raus. Molotov. Richtung Action kommt dagegen. Der erste Spieler ist down. Fällt einfach rein. Paolo mit dem Double. So, und ist im Grunde jetzt schon fast verloren. Klarmeister kann da mit guten Flashes einfach unter Holz nochmal rumziehen Richtung Action. Und das ist natürlich schlecht, wenn man da keinen einzigen Spieler im Teppich irgendwo hat, der mal von der Seite kommen kann und irgendwie einen Refrag machen kann oder sowas. Also, Anti-Mike scheint hier jetzt gerade so wirklich nicht zu wissen, was sie hier tun sollen. Finden kein Mittel gegen die starke CT-Deckung. Also die eigentlich ist es ja nicht nur die CT-Deckung, sondern die Frag-Leistung einfach. Der Italiener. Erneut der First Frag, einfach mal eins rumgegangen, ohne Free-Frag-Möglichkeit, keiner durchgejumpt, nicht irgendwas probiert. Untergrund, der nächste Down. 18. Frag. Chimera mit der erfolgreichen im ersten. Nate kommt hinterher. Und zack. Da war es auch mit Johnson vorbei. Letzter Spieler ist nur der Dostmeister im Untergrund dort. Wir sehen es im X-Ray. Hinter der Wand gammelt jetzt wieder rum. Er macht halt den Headshot, aber kann auch den Frag nicht machen. Wie bitter ist das dann jetzt am Ende? Schade, schade. Zu 0. So, sieht es hier nach Versuch nach richtig Mittekontrolle aus. Fehlt ein Carlos down. Chimera allerdings auch auf kurz gefallen. Jetzt sieht es verschieben sehr, sehr schnell. Klarmeister mit dem Double in der Mitte. Okay, mit dem Triple. Und jetzt ist es erneut nur noch ein Spieler verbleiben bei Anti-Mike. Also, das ist schon eine klasse Vernichtung, wie man hier zu sehen. Muss man einfach so sagen, so wie es ist. Keine Chance hier für Anti-Mike, Molotov, alle hängen da. Wenigstens einen Frag macht er noch. Aber auch das war's dann. Nächste Runde an die Italiener, 19-0. Ziemlich, ziemlich eindeutige Sache, aber ich meine, was soll ich sagen? Wir haben 9 Runden, Biohazard ist noch nicht einmal verreckt. Er ist noch nicht einmal gestorben, 17 Kills, kein einzigen Death, Assist auch nicht. Gut, hat AWP, ist klar, ist ja egal. Und Dostmeister hier mit nur einem Frag, Johnson mit 2, Raketenkanon mit 2. Also, man versagt gerade im Kollektiv, weiß nicht, was er machen soll. Jetzt soll es hier ein schneller Vego werden. Chimera mit der AE, die sind sehr gut. Morphin macht den ersten Frag, Chimera wird abgesmoked. Und geht schön in die Ecke jetzt rein, nutzt die Smoke perfekt für sich aus, macht den Double Spray, kriegt allerdings nur einen. Also wollte auf den Double Spray gehen. Jetzt hat man zumindest mal eine 3 gegen 2 Situationen. Das einzige Problem ist hier, Biohazard ist schon wieder von hinten, hört die Steps Richtung kurz. Weiß, dass da einer abhauen will. Ich muss Neo hier richten. Den ersten hat er. Bombe geht Richtung A, das ist schön gespielt jetzt hier, muss man sagen. Neo muss eigentlich nur noch Richtung Base gehen oder gammeln, da kriegt eins von beiden. Darf er nicht fallen, aber in diesem Moment macht er genau den Fehler. Hält sich da zu lange auf, hätte schon links rübergehen können zu seinem Mate. Und jetzt ist es Flying High im 1-on-2. Mit 8 HP. Den ersten hat er aber bekommen. Hat seine Position verraten, sieht jetzt in Mitte rum. Das ist Low HP.
Und er macht ihn! Schön gespielt von Flying High. Schöne individuelle Leistung, schöne Runde. Erste Runde für Anti-Mike. Einen guten Move, da über kurz wegzugehen. Richtigen Riecher gehabt. Auf geht's. Wir sollen es erneut Richtung B versuchen. Mit einem Set-Go. Aufbau der Cetis ist der Pistol Round. Chimera auf kurz. Aggressiv. Morphin wieder an der Kante hier. Ja. Gegen Nates nicht so gut. Spray. Einfall-Cutter. Chimera erfolgreich. Biohazard mit dem Double. Er macht einfach hier auf kurz den Double Frag. Auch das Glück muss man erstmal haben, dass die sich dann dafür noch so perfekt aufreißt. Da hat er fast den Bang geschafft. Oh, und die T's rennen da in die Falle rein. Die T's waren super schnell, hatten die schon ausgeschlossen gehabt. Wussten genau, was Phase ist. Und haben halt super schnell reagiert. Und kriegen halt aber auch jedes Mal diesen First Wake. Jedes Mal klappt es. Nicht ein einziges Mal haben es die T's irgendwie, geschafft, da den First Wake einfach irgendwo zu picken. Jedes Mal mit einem Set Go. Und rennen halt quasi einfach nur ins Crossfire von Exequo, von den Italienern. Scheint hier klar unterlegen zu sein. So, es soll jetzt hier nochmal auf den A-Spot drauf gehen. Ein Frag zumindest hat man gemacht, aber auch hier stehen die CTs wieder sehr gut. Wir sehen das. Paolo kommt schon wieder von hinten. Chimera ist von kurz auch schon verschoben Richtung Neo. Also auch da wird jetzt einfach nur jede Stelle irgendwie gepusht. Die T's wissen nicht wirklich, was sie machen sollten. Eigentlich müssen die T's an dieser Stelle jetzt wirklich mal eine Runde einfach nur abgammeln. Aber auch jetzt sehen wir es wieder. Wenig Geld. Ich meine, Runde gewonnen, Runde verloren. Gleich meistens zwei Sparrunden, vor allem wenn man die Bombe nicht legt. Genau das ist hier eingetroffen. In keiner dieser beiden Runden wurde was gelegt. Dementsprechend muss man hier nochmal eine Sparrunde einnehmen. Sollte jetzt vielleicht nochmal irgendwas Schnelles machen. Aber wir sehen schon, auch der Johnson kauft das nochmal Kevlar mit Deagle. Also, man gibt sich schon förmlich auf. Wenn man da in der Runde schon so kauft, nochmal, ja, obwohl man halt einfach einen Spar machen könnte und dann hofft, vielleicht in der letzten Runde zu holen. Das sieht einfach nicht gut aus. Die zwei Frags jetzt allerdings gemacht mit der Deagle hier. Zwei schöne Schellen da verteilt. War übrigens erst der zweite Death in der 13. Runde, der zweite Death von Biohazard. Und jetzt wird man hier auf kurz allerdings in die Mangel genommen. Einer über kurz, einer über Switch und einer im Döner. Jetzt nur Flying High, der erneut hier die internationale Situation gewinnen müsste. Die Nate in dein Gesicht. Und das war's. Mit dem Scout-Headshot gegen Biohazard in der Mitte. Schade, dass ich nicht drauf war. Soll erneut schnell Richtung A gehen. Da deckt zur Zeit nur der Paolo, aber der hat Molotov-Support bekommen von seinem Mate. Auch gute Flashes da. Macht den schönen Move, aber kann den Frag nicht machen. Fly High mit dem nächsten Deagle-Shot. Überzahlsituation erneut für Anti-Mike. Schlechte Smoke allerdings Richtung Neo. Wir haben ein bisschen zu viel Gas geschmissen, deswegen kann Chimera hier Flying High aus dem Spiel nehmen. Ist allerdings blind jetzt von den Popflashes Richtung Neo. Wird da gepusht, die Bombe sollte gelegt werden. Morphy passt auf. Chimera mit dem Short und jetzt ist 1-on-1. Scout gegen AWP. Chimera ein Hit down. Weil er nur 72 HP hat. Auch Johnson wäre mit dem Hit direkt im Eimer. Knapp verhängt. Chimera
nimmt die Deagle und gibt ihm im Jump einfach den Headshot. Wow. Nettes Gesicht. 13. Runde. Und die Sparrunde für Anti-Mike bzw. Force-Buy. Je nachdem, wie viel Geld sie haben. Aber sie haben noch die Bombe gelegt, also doch noch genug Geld. Hätte gedacht, dass sie weniger haben. Nicht drauf geachtet. Aber mein Gott, ob sie jetzt die eine Runde als Tee holen oder nicht, ist, denke ich mal, ziemlich egal. Das Ding hier sollte, wenn nicht noch ein Wunder passiert, durch sein. Einfach eine zu dominante Performance. Bayerweiser schließt schon wieder hier die Mitte aus. Währenddessen soll es auf den Asmo draufgehen. Da wieder die guten Molotovs und Smokes gegen. Geschmissen. Jetzt alle blind. Erster, zweiter, dritter. Geht ein Carlo, Gott sei Dank mit dem Refrake. Paolo an der Feuerkiste. Wie lange er da überlebt, ist unglaublich. One on three und er kann einfach gefühlt 30 Sekunden rausholen. Das ist krass. Das ist einfach krass. Und jetzt ist es Johnson mit 2 AP. Im One on three, keine Chance. Weil er ist auch schon wieder von hinten mit hochgepusht. Und die 14 Drohnen hier für die Italiener. Deutliche, deutliche Sache. Deutliche Angelegenheit. Jetzt muss Anti-Mike auf die CT-Hälfte. Ich bin gespannt. Wir wissen es alle, Pistol Round ist Pflicht an dieser Stelle. Wenn man nicht verliert, dann ist das Ding gelaufen. Mal gucken, ob sie wenigstens noch ein paar Runden holen können hier. Oder sich vielleicht sogar einen rausspielen werden. Neo. Haben wir Feuerkiste. Dostmaster am Neo. Und das soll ein B-Fake werden. Der zieht erstmal gut Granaten. Allerdings macht er nur 80 Damage. Trotzdem Johnson mit dem Kill. Und jetzt soll es über Switch hier gehen. Kurz wird abgeflasht. Switch wird gepusht. Ein Spieler down, zweiter Spieler down. Der nächste hat auch Low HP. Chimera und seine Kollegen gehen hier Jungle hoch. Jungle wird gepusht. Lostmaster ist down. Johnson mit Low HP. Und Raketen-Carlo mit 24 im Turn-2 jetzt. Chimera hat noch eine AE. Die kann natürlich gleich schön auf die Bombe schmeißen dann. Nein, erstmal ein Jungle. Oh, da hat er mal einen Hit gemacht. Und jetzt ist 1-on-1. 34 gegen 21 HP. Er ist bekannt. Denkt, dass er eine Action ist. Chimera spottet kurz die Bombe, sieht nichts. Aber wird nochmal undiffused. Flashbang. Hat kein Kit. Flasht sich sogar selber. Chimera spielt das gut, spielt einfach auf Zeit. Spottet ab und zu mal. Und macht den Frack. 15. Runde. 14 Map- und Matchbälle für Execo. Und das Ding hier geht anscheinend ziemlich schnell vorbei. In der Mitte Gas mal einfach zu 5 durch. Switch hoch. Da hat man jetzt einen Pfeil, Raketenkarte mit dem Double. Aber dann ist es nur noch Flying High. Auch der geht down. Keine Chance hier für die Jungs von. Hallo? Nikovon? Von Anti-Mike? Hallo? Jetzt geht's wieder. Keine Chance für die Jungs von Anti-Mike. Gehen da unter. Da kann man nichts machen. Und ja, wir haben einen Sieger. Wir haben einen Sieger. Klasse Finale. Fulminante Vorstellung von den Italienern hier, die das Turnier somit als Sieger beenden.